Karmesin und Purpur enthalten viele spannende Pokémon. Die Methoden, um diese zu entwickeln, sind jedoch teils mehr als kurios. In diesem Video möchte ich euch daher alle besonderen Entwicklungsmethoden in Karmesin und Purpur vorstellen, die ihr einsetzen müsst, um euren Paldea-Dex zu komplettieren. Das bedeutet, ich zeige euch jedes Pokémon und jede Entwicklung, die nicht einfach nur daraus besteht, dass ihr euer Pokémon auf ein bestimmtes Level hochtrainiert. Von Attacken, mit denen wir bis zu 20 Mal auf wilde Pokémon einprügeln, Items, die wir uns teuer ertauschen müssen, bis hin zu sozialer Interaktion. Man muss wirklich alles geben, um Pokémon-Meister zu werden. Legen wir los. Also, sprechen wir zunächst über die drei Paldea-Pokémon, die sich mithilfe der Evolutionssteine entwickeln. Da hätten wir einmal Flanival, welches sich mithilfe eines Eissteins zu Kolowal weiterentwickelt. Den Eisstein findet ihr dabei auf den verschneiten Bergen von Montanata. Chillingel, welches sich mithilfe eines Feuersteins zu Jalapeno weiterentwickelt. Den Feuerstein findet ihr gemeinsam mit vielen anderen Evolutionssteinen übrigens in den Canyon der östlichen Zone 3, wo auch der Stahlherrscher ist. Und mein persönlicher Favorit, Blip, welcher sich mithilfe eines Donnersteins zum wundervollen Wumpitz weiterentwickelt. Ich meine, schaut ihn euch an. Er ist perfekt. Donnersteine könnt ihr unter anderem ebenfalls in der östlichen Zone 3 finden. Abgesehen davon könnt ihr 4 Evolutionssteine, nämlich den Feuer-, Donner-, Blatt- und Wasserstein, generell auch im späteren Verlauf des Spiels im Botobeutel kaufen. Das war ja noch der einfache Part. Jetzt wird's schon ein bisschen wilder. Und zwar gibt es 3 Pokémon, die sich dadurch entwickeln, dass ihr mit ihnen herumlauft. Angefangen mit dem neuen Elektronaga bzw. dessen Entwicklung, nämlich Pamamo. Wenn ihr Pamamo nämlich aus seinem Pokéball lasst, müsst ihr 1000 Schritte mit ihm zusammenlaufen, damit es sich zu seiner finalen Form Pamamo entwickelt. Das klingt erstmal wie die furchtbarste Aufgabe der Welt, aber vertraut mir, wenn ihr einfach ein paar Mal im Kreis lauft, habt ihr das nach ein paar Minuten geschafft. Anschließend müsst ihr Pamamo noch ein Level aufsteigen lassen und schon habt ihr ein Pamamo in eurem Team. Und nein, es gibt leider keinen Schrittzähler, noch bekommt ihr irgendwie anders Feedback, wenn ihr die 1000 Schritte geschafft habt. Aber lauft einfach mal ein paar Minuten im Kreis und dann werdet ihr die 1000 Schritte schnell erreicht haben. Dasselbe gilt übrigens auch für das Mistkäfer-Pokémon Relluk, welches sich nach 1000 Schritten zu Scarabax entwickelt. Und auch für den Steppenläufer Weherba, welches nach 1000 Schritten zu Horrerba wird. Kommen wir nun zu einer der meistgefragten Entwicklungsmethoden in diesem Spiel. Und zwar, wie entwickelt man Knabon zu Azugladis oder Grimanzo? Dafür brauchen wir je ein Entwicklungs-Item, welches je nach Edition anders ist. So bekommen wir nur in Karmesin die Glorienrüstung, um Knabon zu Grimanzo zu entwickeln und nur in Purpur die Fluchrüstung, um es zu Azugladis zu entwickeln. Dafür müsst ihr einen bestimmten NPC in der kleinen Stadt Pinchores besuchen, welcher euch die Glorienrüstung im Austausch für 10 Bronzelsplitter bzw. die Fluchrüstung im Austausch für 10 Fatality-Splitter gibt. Diese bekommt ihr wie alle anderen Materialien dadurch, dass ihr Bronzel oder Fatality bzw. deren Entwicklungen im Kampf besiegt. Hier seht ihr auch, wo Bronzel und Fatality sich in der Paldea-Region aufhalten. Meistens trefft ihr die beiden Pokémon vor allem in der Nähe von Ruinen. Anschließend könnt ihr die Materialien gegen die jeweilige Rüstung eintauschen, diese auf Knabon anwenden und es dann entweder in Grimanzo oder in Azugladis entwickeln. Kommen wir nun zu 3 alten Pokémon, die in der Paldea-Region neue Entwicklungen bekommen haben. Und zwar hätten wir da Epitaph, Farigiraf und Domimisel. Ja, es wurden Leute für den Namen Domimisel bezahlt. Um diese Pokémon zu entwickeln, müssen sie ganz bestimmte Attacken erlernen. So lernt Rasaf zum Beispiel die Attacke Zornesfaust. Um Rasaf dadurch dann zu Epitaph zu entwickeln, müsst ihr diese Attacke 20 Mal einsetzen und es danach ein Level aufsteigen lassen. Das bedeutet, ihr müsst 20 Mal mit voller Kraft auf wilde, unschuldige Pokémon einschlagen, die euch nie irgendetwas getan haben. Könnt ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren? Also ich kann's. Ich meine, guckt ihn euch an. Er ist so unglaublich cool. Um Girafarig dann zu Farigiraf zu entwickeln, muss es die Attacke Doppelstrahl erlernen und anschließend ein Level aufsteigen. Um Domimisel zu Domimisel zu entwickeln, muss es die Attacke Hyperbora lernen und ebenfalls ein Level aufsteigen. Und keine Sorge, diese ganzen Attacken lernen die Pokémon ganz normal per Level ab. By the way, wenn Domimisel sich zu Domimisel entwickelt, wird es die meiste Zeit einen zweigliedrigen Körper haben. Ihr habt jedoch immer eine 5%ige Chance, ein dreigliedriges Domimisel zu erhalten. Das macht bis auf die Optik absolut keinen Unterschied, es ist einfach nur eine besondere Form. Und apropos, dasselbe gilt auch für das neue Maus-Pokémon, Zweeps. An sich ist die Entwicklungsmethode für Zweeps zu Famieps eigentlich überhaupt nicht besonders, aber die Ausführung ist es irgendwie doch. Zweeps besteht nämlich aus 2 Maus-Pokémon, die sich quasi einfach zusammengeschlossen haben. Und es entwickelt sich auf Level 25 zu Famieps weiter. Allerdings gibt es dafür keine besondere Animation, wie es sonst bei den Pokémon der Fall ist. Nein, ihr werdet einfach in euer Team schauen und dort plötzlich 1 oder 2 Mäuse mehr entdecken. Weil es ist keine richtige Entwicklung,
Entwicklung, es schließen sich einfach nur mehr Pokémon zu dieser kleinen Mausfamilie zusammen. Und wie gesagt, besteht Famieps entweder aus 3 oder aus 4 Maus-Pokémon. Standardmäßig wird Famieps nämlich aus 4 Mäusen bestehen. Ihr habt jedoch immer eine ca. 5%ige Chance, dass es am Ende die Form mit den 3 Mäusen annehmen wird. Doch genau wie bei Dudumise macht das Statuswerte technisch keinen Unterschied. Jetzt kommen wir langsam zu den deutlich absurderen Entwicklungen aus der Paldea-Region. Angefangen mit Gierspenst. Wie ihr wisst, könnt ihr in der Paldea-Region überall Gierspenst-Münzen sammeln. Sei es entweder die Wanderform, die euch einzelne Münzen gibt, oder die Truhenform, die ihr in Ruinen oder auf Aussichtstürmen findet, welche euch gleich 50 bis 70 Münzen auf einmal gibt. Viele Leute fragen sich ja oft, was es denn bringt, diese Münzen überhaupt zu sammeln. Nun, wenn ihr 999 dieser Gierspenst-Münzen sammelt und anschließend ein Gierspenst in eurem Team ein Level aufsteigen lasst, dann entwickelt sich Gierspenst zu dem goldenen Pokémon Monetigo. Die Gierspenst-Münzen zu sammeln kann natürlich eine Weile dauern und somit muss man sich die Frage stellen, war es das wirklich wert? Ehrlich gesagt schon, ich finde den ziemlich witzig. Okay, ich habe ja gerade über die 3 alten Pokémon gesprochen, die neue Entwicklungen hier bekommen haben. Es gibt tatsächlich noch ein 4. Pokémon. Und zwar entwickelt sich Cesurio in diesen Spielen zu Gladimperio. Doch die Art und Weise, dieses Pokémon zu entwickeln, ist wieder so absurd, dass ich mich frage, wer soll da ohne fremde Hilfe drauf kommen? Um Cesurio, nämlich zu Gladimperio, zu entwickeln, muss es zum einen das Item Anführersymbol tragen. An das Item kommt man eigentlich ziemlich leicht. Begebt euch einfach in den nordöstlichsten Teil von Paldea zwischen den nördlichen Zonen 1 und 2 in diesen Bambuswald. Dort werdet ihr des Öfteren Cesurio antreffen, die eine Gruppe von Gladiantri anleiten. Und diese Cesurio tragen das Anführersymbol sehr häufig als Item. Habt ihr dann ein Cesurio in eurem Team, das mit dem Anführersymbol ausgerüstet ist, müsst ihr nun 3 gegnerische Cesurio besiegen, die ebenfalls eine Truppe von Gladiantri anführen. Und ja, das ist wichtig, denn ihr könnt nicht einfach irgendwelche Gladiantri oder irgendwelche Cesurio besiegen. Es müssen diese Gruppen-Cesurio sein. Anschließend muss es ein Level aufsteigen und dann entwickelt sich Cesurio zu Gladimperio. Alles in allem ist es einfach nur ein gigantischer Machtkampf zwischen den ganzen Cesurio. Und die Methode passt zum Pokémon, aber das ist einfach so ein Ding, wo ich mich frage, wie soll man darauf kommen? Doch, es gibt noch ein Pokémon, das all das, was wir bisher hatten, an Absurdität bei weitem übertrifft. Und zwar das Pokémon Normifeen. Endlich gibt es ein Delfin-Pokémon und Game Freak hat sich dazu entschlossen, ihm die absurdeste Entwicklungsmethode überhaupt zu geben. Somit entwickelt sich Normifeen auf Level 38 zu Delfinator. Allerdings müsst ihr dafür mit anderen Freunden zusammen im Multiplayer spielen. Sprich, ihr trefft euch über den Freundeskreis bzw. das Poképortal in jemandes Welt. Und dann könnt ihr euren Delfin aufleveln, wodurch er sich zu Delfinator entwickelt. Das bedeutet, ihr seid auf die Hilfe von anderen Spielern angewiesen, um diesen Delfin zu entwickeln. Obwohl das nicht ganz stimmt, es gibt tatsächlich noch eine einfachere Lösung dafür. Kauft euch einfach 2 Switches und spielt mit euch selber. Die 300-Euro-Lösung für diese Entwicklung. Aber Spaß beiseite, ihr könnt Delfinator auch nach Abschluss der Hauptstory in 5-Sterne-Raids antreffen. Falls ihr aber vielleicht doch noch Hilfe dafür sucht, schaut doch gerne mal bei meinem Twitch-Kanal vorbei, twitch.tv/fanmatem. Dort streame ich momentan nahezu jeden Tag durch Kamezin und Purpur. Und wir helfen uns da auch gegenseitig mit Entwicklungen aus. Also, schaut doch gerne mal vorbei. Okay, nun hätten wir so ziemlich alle Paldea-Pokémon abgearbeitet. Doch es gibt natürlich noch viele ältere Pokémon, die in Kamezin und Purpur zurückgekommen sind, die auch grundsätzlich nicht die einfachsten Entwicklungsmethoden haben. Und noch dazu wurden manche davon sogar abgeändert in dem Spiel. Angefangen wie immer mit den Evolutionssteinen-Entwicklungen. Es gibt effektiv ein Pokémon in dem Spiel, das sich mit dem Mondstein entwickelt, welchen ihr als verstecktes Item in der Overworld finden könnt oder bei der Auktion in Puerto Marinedo ersteigern könnt. Und zwar entwickelt ihr damit euer Pummeluff zu Knuddeluff weiter. Dann gibt es den Sonnenstein. Den kann man ebenfalls bei der Auktion gewinnen oder auch in der östlichen Zone 3 finden. Damit entwickeln wir einmal Sonnkern zu Sonflora und Lilminip zu Dressella. Den Finsterstein wiederum findet man einmalig in Frigomonta und kann ihn ebenfalls bei der Auktion gewinnen. Damit entwickeln wir Traunfugil zu Traunmagil und Kramurks zu Kramchef. Dasselbe gilt für den Funkelstein. Den kann man ebenfalls in der östlichen Zone 3 finden oder bei der Auktion gewinnen oder aber auch nordwestlich von der Stadt Mesclara, wenn ihr einen Hügel hochfahrt, dort inmitten der Ruinen. Damit entwickeln wir ausschließlich männliche Kirlia zu Galagladi und umgekehrt weibliche Schnäppke zu
Ostedie. Dann die vier Entwicklungssteine, die man alle im Botobeutel kaufen kann. Ihr entwickelt mit den Donnersteinen Pikachu zu Raichu, Evoli zu Blitzer, Magneton zu Magnezone und ihr könnt damit Zaplalek zu Zaplarang entwickeln. Mit dem Feuerstein wiederum entwickelt ihr Evoli zu Flamara und natürlich Fukano zu Arcani. Mit dem Wasserstein macht ihr aus Evoli ein Aquana und aus Mushas ein Austoss. Und es gibt nur ein einziges Pokémon, das sich mithilfe des Blattsteins entwickelt, und zwar wird Evoli damit zu Volipurba. Und dann gibt es noch zu guter Letzt den Eisstein. Damit entwickelt ihr Evoli zu Glaziola und jetzt ganz neu entwickelt ihr damit Krabox zu Cravell. Dieses Pokémon musste man damals in Sonne und Mond am Mount Lanakila aufleveln, damit es sich weiterentwickelt, da es diesen Berg überraschenderweise nicht mehr gibt und generell diese ganzen ortsgebundenen Entwicklungen scheinbar kein Thema mehr sind, könnt ihr hier jetzt einfach einen Eisstein verwenden. Dann gibt es noch 5 Pokémon, die andere besondere Items brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Und zwar braucht ihr, um Knapfel zu Drapfel zu entwickeln, einen sauren Apfel und um Knapfel zu Schlapfel zu entwickeln, einen süßen Apfel. Beide Items könnt ihr später im Botobeutel erwerben. Um Sneebel zu Sneebuna zu entwickeln, müsst ihr es bei Nacht ein Level aufsteigen lassen, während es eine Schafklaue als Item trägt. Die Schafklaue könnt ihr ebenfalls ganz einfach im Botobeutel kaufen. Um Fatalité zu Mortipod zu entwickeln, benötigt ihr entweder eine löchrige oder eine rissige Kanne. Je nachdem entwickelt es sich dann zu seiner Originalform oder zu seiner Fälschungsform. Aber bis auf kleine Designunterschiede ist es immer noch dasselbe Pokémon. Dafür ist es relevant, welches Fatalité ihr habt. So entwickelt sich nur das Fatalité in der Originalform mit der löchrigen Kanne und nur das Fatalité in der Fälschungsform mit der rissigen Kanne. Die Kannen könnt ihr dabei ebenfalls bei der Auktion ersteigern. Und dann hätten wir da noch Wohnnera, welches sich zu Charnera entwickelt, wenn ihr es bei Tag ein Level aufsteigen lasst und es dabei einen ovalen Stein trägt. Den ovalen Stein könnt ihr wie viele andere Items ebenfalls in der östlichen Zone 3 finden. Kommen wir nun zu den allseits beliebten Freundschaftsentwicklungen. Ich weiß, ihr alle liebt Freundschaftsentwicklungen. Aber ich finde, heutzutage sind Freundschaftsentwicklungen eigentlich gar kein so großes Ding. Wie ihr vielleicht wisst, hat jedes Pokémon einen Freundschaftswert, den es weiter zu euch aufbaut, je öfter ihr dieses Pokémon im Kampf benutzt oder Zeit mit ihm verbringt. Und manche Pokémon entwickeln sich erst, wenn sie genug Freundschaft zu euch aufgebaut haben. So entwickelt sich nur durch hohe Freundschaft Charnera zu Hytera, Fluffeluff zu Pummeluff, Pichu zu Pikachu, Azurill zu Merrill, Riolu nur tagsüber zu Lucario, Evoli nur tagsüber zu Psyana, Evoli nur nachtsüber zu Nachtara und wenn es währenddessen eine Feenattacke hat, zu Felinara. Außerdem entwickelt sich Snomnom wiederum nur bei Nacht zu Motineva. Um die Freundschaft zu eurem Pokémon zu erhöhen, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ihr könnt Zeit mit ihnen im Picknick verbringen, mit ihnen Ball spielen, sie waschen oder euch im Botobeutel eine Sanftglocke kaufen, einem Pokémon diese zum Tragen geben. Aber ich finde, der einfachste Weg sind diese 6 Beeren. Und zwar die Granabeere, die Seetangbeere, die Qualotbeere, die Honmelbeere, die Labrusbeere und die Tamotbeere. Diese Beeren sind eigentlich dafür gedacht, die EV-Werte der jeweiligen Statuswerte zurückzusetzen. Sprich, wenn euer Pokémon über die Zeit mehr Erfahrung in Spezialangriff gewonnen hat, werden diese Werte etwas zurückgesetzt, können aber jederzeit neu gewonnen werden, keine Sorge. Aber sie erhöhen auch gleichzeitig die Freundschaft massiv. Ihr könnt also einfach einem dieser Pokémon mehrmals so eine Beere zum Essen geben und ihr werdet feststellen, dass es gar nicht lange dauert, bis es sich dadurch mit hoher Freundschaft weiterentwickelt. Außerdem gibt es dieses Mal nur 3 Pokémon, die sich durch Tausch entwickeln. Da hätten wir einmal Sichlor zu Cherox, wenn es während des Tausches einen Metallmantel trägt. Den Metallmantel bekommt ihr beim Botobeutel in Fermanka City und Fleckmon, welches zu Lashoking wird, wenn es währenddessen einen Kingstein trägt. Und auch den Kingstein könnt ihr beim Botobeutel in Mesalona City bekommen. Und dann hätten wir noch Alpollo, welches sich zu Gengar entwickelt. Das hier braucht kein besonderes Item, sondern muss einfach nur getauscht werden. Doch glücklicherweise braucht ihr dafür nicht mal einen anderen Spieler. In Fermanka City gibt es nämlich einen NPC, der euch ein Alpollo für ein Britsiegel eintauscht. Und ja, dieses Alpollo trägt diesmal keinen Ewigstein. Take notes, Diamant und Perl. Wenn ihr dieses Alpollo dann getauscht habt, entwickelt es sich automatisch zu Gengar. Und ich finde es ziemlich cool, dass man so eine Tauschentwicklung einfach direkt im Singleplayer bekommen kann. Dann gibt es nochmal 2 alte Pokémon, die sich ebenfalls nur entwickeln, wenn sie eine bestimmte Attacke lernen. Und zwar entwickelt sich Frubeila nur zu Fruyal, wenn es während des Level-Ups die Attacke Stampfer beherrscht. Und nur wenn Mobei über die Attacke Mimikry verfügt, wenn es ein Level aufsteigt, wird es zu Mogelbaum. Und dann gibt es noch ein paar Entwicklungen, die sich in keine der vorigen Kategorien wirklich einfügen lassen, da sie so speziell sind. So gibt es, ähnlich wie bei den Funkelstein-Entwicklungen, 2 Pokémon, die sich nur entwickeln, wenn sie ein bestimmtes Geschlecht haben. So entwickeln sich nur weibliche Wartezeiten
Adribi zu Hornweisel und nur weibliche Mollung zu Amphira. Richtig, die männlichen Varianten dieser Pokémon können sich niemals entwickeln. Hier ein Bild vom schlimmsten Albtraum eines jeden Shiny Hunters. Dann gibt es da noch Viscargot, welches sich nur zu Viscogon weiterentwickelt, wenn es Level 50 erreicht, aber auch nur, wenn es währenddessen regnet. Dann gibt es noch Wuffels, welches sich ja zu Wolverock entwickeln kann. Dieses hat jedoch drei verschiedene Formen. Eine Tagform, eine Nachtform und die sogenannte Zwielichtform. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, entwickelt sich Wuffels auf Level 25 zu der Tagform am Tag und zur Nachtform bei Nacht. Wow, Tim, wie konntest du diesen Code nur knacken? Doch was ist mit der Zwielichtform? Nun, die ist ein bisschen komplizierter zu bekommen. Somit entwickelt sich Wuffels nur bei Sonnenuntergang zur Zwielichtform, aber auch nicht jedes Wuffels, sondern nur Wuffels, die über die spezielle Fähigkeit Gleichmut verfügen. Ein Wuffels mit Tempomacher war früher immer sehr umständlich zu bekommen. In Karmesin und Purpur scheint das nicht der Fall zu sein. Dort hat jedes Wuffels eine sehr kleine Chance, über diese Fähigkeit zu verfügen. Damit ihr jetzt aber nicht jedes Wuffels einzeln fangen müsst, empfiehlt es sich, dass ihr an die erste Stelle eures Teams ein Pokémon mit der Fähigkeit Bedroher stellt. Dadurch würde euch nämlich direkt zu Beginn eines Kampfes angezeigt werden, ob das wilde Wuffels die Fähigkeit Gleichmut hat, da diese Fähigkeit Bedroher abblockt. Wenn der Bedroher jedoch durchkommt, hat es diese Fähigkeit nicht, ihr könnt davor flüchten und das nächste Wuffels suchen. Und dann könnt ihr es zur Zwielichtform entwickeln. Und nein, ihr könnt das ganze System nicht mit einer Fähigkeitenkapsel austricksen. Und dann noch zu guter Letzt zwei Pokémon, die ihre Formen wechseln können. Ich weiß, das ist keine wirkliche Entwicklung, aber es ist doch irgendwie so speziell, dass ich es gerne hiermit aufgreifen würde. Und zwar könnt ihr die Form von Coriogel jederzeit ändern, indem ihr ihm einen entsprechenden Nektar zum Trinken gebt. Diese vier Nektarsorten könnt ihr ebenfalls beim Botobeutel kaufen und je nachdem ändert es dann seine Form und seinen Typen. Und dann könnt ihr natürlich noch Rotom wieder in seine verschiedenen Haushaltsformen verwandeln. Dafür benötigt ihr ein Basis-Item, das sich Rotom-Katalog nennt. Und diesen könnt ihr ebenfalls bei der Auktion in Puerto Marinedo bekommen. Allerdings ist das hier nicht zufällig. Wenn ihr ein Rotom gefangen habt und sich dieses auf eurer Box befindet, wird ein spezieller Tauschstand dort eröffnen, der euch gezielt dieses Item anbieten wird. Anschließend könnt ihr dann das Basis-Item in eurem Beutel auswählen und Rotoms Form jederzeit wechseln. Und falls ihr noch mehr über die besonderen Pokémon in Karmesin und Purpur erfahren möchtet, klickt als nächstes auf dieses Video.